Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag und ich hab's überlebt. Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, nur ganz, ganz, ganz kurz am Anfang vor diesem Clip jetzt so ein paar Sekunden mitgefilmt, wie schrecklich das draußen vom Wetter her ist. Ich werde nie wieder im Leben bei diesen Wetterverhältnissen nach Wichita fahren. Es sei denn, es ist irgendwie lebensnotwendig. Also nie mehr wieder. Aber jetzt bin ich halt schon mal da. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt bei meiner ersten Location. Ich bin bei Half Price Books und hoffe, dass sich das jetzt wenigstens richtig lohnt, wenn ich schon hier 2 Stunden lang in der Suppe fahren musste. Wobei ich sagen muss, die letzte halbe Stunde war relativ gechillt. Die letzte halbe Stunde war auf der Autobahn. Normalerweise hasse ich Autobahnen, aber auf der Autobahn weiß man wenigstens, es kommt einem in der Regel keiner entgegen. Und wenn man auf der rechten Spur bleibt, ist es auch genug Platz für andere Leute, die dann einen überholen können. Das heißt, man hat einfach nicht diesen Druck, den man sich selber dann irgendwie macht auf der Landstraße. Aber die ersten 1,5 Stunden waren schrecklich. Also nach der ersten halben Stunde war halt dieser LKW, der da einfach auf meiner Fahrspur mir entgegenkam. Also da war mir das auch nicht mehr egal. Und die restliche Stunde, bis ich auf der Autobahn war, war ich so angespannt, dass mir meine Rückenmuskeln, ich habe einen Krampf gekriegt hinten im Rücken. Es war echt nicht schön. Aber jetzt mache ich das Beste draus. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns eventuell später was zum Essen suchen. Ich habe nämlich nur eine Banane zum Frühstück gegessen. Mein Mann hat mir jetzt auch gerade geschrieben. Dem habe ich nämlich gerade Bescheid gegeben. Er schreibt jetzt, nice job, Schatzi. Welcome to Wichita. Ja, also ich bin ganz froh, dass ich hier nicht wohne. Bin ich ganz ehrlich. Das ist mir einfach schon wieder, die Stadt ist mir viel zu groß. Es ist einfach, die Autobahnen sind dann 4, 5 Spuren und man ist dann einfach, also ich als Landei bin dann überfordert. Aber ja, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wir gehen jetzt in den Half Price Books, also ich, und dann suche ich mir erstmal da ein Klo. Ich weiß, dass die da muss man sich erstmal einen Schlüssel holen. Und dann, ja, hoffe ich einfach, dass sich das lohnt. Dass sich dieser Trip hierher lohnt, dass ich richtig schöne, viele Bücher finde. Und dann kaufe ich auch erstmal keine mehr bis Januar oder Februar. So um den Dreh. Pi mal Daumen. Fahre auf jeden Fall hinterher noch in Barnes & Noble. Der ist auch nochmal so 5 Minuten von hier ungefähr. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird, weil ich hasse diese, in der Innenstadt, diese, oh, ich weiß auch nicht, ich bin immer total überfordert, ich mag das einfach gar nicht. Ich mag das schon in Deutschland nicht gerne, in einer großen Stadt zu fahren und hier noch weniger. Aber ich denke, den Einkauf dann bei Barnes & Noble, da drehe ich ja einen extra Barnes & Noble Vlog für meinen Buchkanal. Wenn ihr da Interesse habt, müsst ihr halt auf meinem Buchkanal vorbeischauen und da habe ich dann alle ausführlichen Infos, was ich dann letztendlich dort gekauft habe. Aber ich muss ganz dringend aufs Klo. Deswegen, over and out, ich melde mich später nochmal. Jetzt gerade im Barnes & Noble, habe das erledigt, habe gerade eben mein Book Haul abgedreht von allen Büchern und mein Intro gemacht für den Trader Joe's Haul. Und deswegen sitze ich hier auch auf dem Beifahrersitz, weil ich dachte, ich update euch noch ganz schnell hier auch in meinem Wochenvlog. Es ist gar nicht so einfach, 3 verschiedene Videos an einem Tag zu filmen. Aber ich hocke jetzt hier auf dem Parkplatz vom Trader Joe's, weil ich dann halt jetzt meinen Mut-Einkauf mache. Gucken, was alles so mitkommt. Mal gucken, ob ich hier drin ein bisschen mitfilmen kann, ob ich euch auch hier ein paar Clips dann jetzt einblenden werde. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, ob der Trader Joe's Haul jetzt vor diesem Wochenvlog online gehen wird oder hinterher. Ich habe irgendwie null Zeitgefühl. Apropos Zeitgefühl, es ist jetzt auch schon 2 Uhr. Das heißt, ich gehe jetzt da rein, mache mein Haul und hoffe einfach, dass ich zu Hause ankomme, bevor es dunkel wird. Wegen der Zeitumstellung, wir hatten die nämlich jetzt letztes Wochenende, die Zeitumstellung. Ich glaube, wir hatten jetzt 2 Wochen nach Deutschland die Zeitumstellung gehabt. Und seitdem ist es zwar morgens, wenn die Kinder das Haus verlassen, um 7 Uhr hell. Aber es wird halt einfach schon um 4:15 dunkel.
Und ich hasse es, im Dunkeln Auto zu fahren. Es ist nämlich ansonsten aufgeklärt. Also es ist kein Nebel mehr, es ist blauer Himmel, die Sonne scheint. Ihr seht, ich bin noch im T-Shirt. Ich habe meine Weste ausgezogen, weil ich die einfach nicht mehr brauche. Es sind 23 Grad. Und wenn man sich überlegt, dass es letzte Woche halt einfach auch im Tag verteilt teilweise mal vielleicht gerade 0 Grad war oder 2 Grad über 0, falls überhaupt, und dann windig und morgens unter 0 bei minus 7 Grad als kältester Tag heute genau vor einer Woche. Das muss man sich mal reinziehen. Und dann braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass man krank wird. Ne? Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall in Trader Joe's meinen Einkauf erledigen, den Food Hall abdrehen und nach Hause fahren. Ich war's nicht. Und dann muss ich mal gucken, was es zum Abendessen geben wird. Eigentlich wollte ich ja Fischstäbchen machen, hatte ich glaube ich gestern erwähnt. Deswegen war ich ja noch im Dillons gewesen. Aber ich glaube, dafür habe ich einfach keine Zeit. Selbst dafür wird mir die Zeit fehlen, glaube ich. Ich bin froh, wenn ich dann um 5:30, 6:00 wirklich zu Hause ankomme. Also es kommt drauf an, wie lange ich jetzt halt im Trader Joe's brauche. Weil ich wollte mich jetzt auch nicht hetzen oder so. Ich wollte es mir richtig gut gehen lassen da drin. Ich will allerdings meinen Matcha werde ich im Auto lassen, denke ich. Ich glaube nämlich, diese Trader Joe's, diese Einkaufsdinger, die haben keine Cupholders. Die Einkaufswagen, und deswegen werde ich den einfach hier im Auto lassen und dann auf dem Heimweg ganz gemütlich in aller Ruhe trinken. Habe übrigens im Barnes & Noble auch ein Croissant gegessen, ein ganz frisches, und habe mir noch eins einpacken lassen. Es kommt ja schon wieder so ein Flugzeug. Das habe ich eben schon beim Book Haul erwähnt. Anscheinend hat Wichita einen Flughafen, von dem ich nichts weiß. Weil ich weiß nämlich, dass es damals nur von Kansas City aus auf jeden Fall Richtung Deutschland ging. Der fliegt jetzt genau über uns drüber. Es könnte also kurzzeitig mal laut werden. Naja, ich gehe jetzt auf jeden Fall einkaufen. Der neue Kühlschrank kam gerade. Das ist ein riesen Oschi. Wir haben nur ein Problem. Ich hoffe, dass wir die Rollen, also die Wheels, auf denen der Kühlschrank steht, der hat ja kleine Miniräder, dass man die irgendwie, dass wir da eine Bremse reintun können. Irgendwie so einen Lack, keine Ahnung. Weil immer, wenn ich die Tür aufmache, wenn ich da dran ziehe, kommt er mir entgegen. Aber den werde ich auf jeden Fall morgen einräumen. Heute mache ich das nicht mehr. Ist heute übrigens Donnerstag. Da habe ich richtig schön viel Platz. Da muss ich halt noch die Folie abmachen und den wollte ich halt grob auswaschen, bevor ich dann halt die Sachen von dem anderen Kühlschrank hier reinräume. Hier ist dann der... Seht ihr, was ich meine? Da kommt der mir entgegen. Deswegen ist es ein bisschen blöd, aber... Ja, das ist dann jetzt unser Tiefkühler. Und der alte Kühlschrank, der kommt dann in die Garage. Der steht momentan hier. Aber ja, ich freue mich so. Der ist so schön. Ich muss nur das irgendwie auf die Reihe kriegen. Also das Problem lösen, dass der mir halt nicht jedes Mal entgegenkommt, wenn ich irgendwelche Türen aufmache. Ich hoffe, dass man da irgendwie... Also ihr seht halt, wie einfach der dann hier rauskommt, ne? Ein bisschen blöd. Aber der schaut einfach nur so toll aus. Den räumen wir dann morgen auf jeden Fall ein. Nehme ich euch ein bisschen mit. Morgen sind noch alle zu Hause. Ich muss auch morgen um 1 Uhr die Claire abholen. Die ist momentan bei einer Freundin. Deswegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist heute Freitag und ich wollte mich jetzt hier an den Kühlschrank machen. Ich habe hier gestern erwähnt, dass wir den heute einräumen. Also ich räume den heute ein. Und ich renne schon sowieso die ganze Zeit zu diesem Kühlschrank hin. Auch für mein Frühstück, aber es ist halt einfach noch nichts drin. Habe mir heute Nacht übrigens diese Overnight Curls nochmal gemacht. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es gefällt mir dennoch. Habe diese Nudel benutzt, diese Overnight Foam Nudel, die Classic bestellt hat. Allerdings lässt es sich da drin wirklich super schwer schlafen. Deswegen werde ich da die Tage was anderes bestellen. Weil ich habe das auch schon mit der Sockenmethode probiert, mit den Leggings und mit Bademantelgürtel. Das hat bei mir alles nicht funktioniert, also nicht so wirklich. Aber jetzt machen wir uns auf jeden Fall erstmal hier an dieses Baby.
Ich freue mich so. Der ist so schön groß. Und ich glaube, wir lassen auch erstmal die Magnete vorweg. Ich habe Angst, dass ich mir da so ein bisschen direkt den Kühlschrank verkratze. Deswegen wollte eigentlich auch ein Audiobuch hören. Ich habe nämlich da eine neue App. Über meine Bücherei läuft das alles, Hubla. Und da gibt es halt einfach mal deutsche Bücher. Ich habe allerdings momentan noch die Abstimmung bei Instagram laufen. Und das ist noch ein bisschen unklar. Das habe ich jetzt seit einer Stunde laufen. Und zwei Bücher sind da momentan mit den Stimmen gleich auf. Deswegen weiß ich noch nicht. Aber ihr seht, es sind so viele deutsche Bücher dabei. Also ich bin so aufgeregt deswegen. Zur Auswahl steht halt momentan Jetzt sind wir Escht von Gabriela Santos oder halt Cinder und Ella von Kelly Oram. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Aber ich denke, ich fange jetzt erstmal ohne Audiobuch an und schaue dann halt später einfach nochmal bei meinem Instagram-Account rein und gucke, was bei rumkam, damit ich mir da halt ein bisschen was auf die Ohren tun kann. Und bis dahin denke ich mal, dass ich einfach nebenbei einen Vlog laufen, hole ich meinen Laptop hier rein. Aber ihr seht halt, momentan ist Cinder und Ella und jetzt gleich auf mit 48%. Ist ein bisschen blöd gerade. Aber ja, ich fange jetzt auf jeden Fall an. Und dann muss ich mal gucken, ob wir am Wochenende das schaffen, den anderen Kühlschrank unten schon in die Garage zu stellen, weil der steht da momentan echt an einem super blöden Platz. Der steht da so ein bisschen im Weg. Es stört mich ungemein. Ich würde auch gerne das Esszimmer gerne nochmal so einräumen, wie es halt vorher war. Weil, ja, den Platz hätten wir eigentlich dann jetzt. Aber mal gucken. Ich bin jetzt auf jeden Fall fertig mit dem Kühlschrank. Ich muss mir nur neue Container bestellen. Ich habe jetzt nicht genug Container für das Riesending. Ich habe auf jeden Fall die ganzen Soßen, die ganzen Dressings jetzt auf jeden Fall mal hier in der Tür drin. Ich mache auch immer die Hefe in den Kühlschrank, weil sonst einfach viel zu warm ist dafür. Die hält sich dann länger. Hier unten habe ich dann meine ganzen Masken, meine Beauty-Produkte, meine Anti-Puff-Augencreme, die auch nicht so wirklich funktioniert, wie ich das gerne hätte. In der Schublade habe ich jetzt auch noch nicht so viel und wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Container. Hier habe ich jetzt einen Apfel drin und ein paar Kakis, ein bisschen Salat. Hier haben wir Käse, da mache ich so einen Käse-Troll. Da habe ich dann halt jetzt auch zwei Container benutzt, weil ich das halt nicht so da reinlegen möchte. Es ist halt einfacher, diese Container rauszunehmen und zu spülen, falls was ausläuft, als jetzt hier diese ganze Schublade. Deswegen, hier habe ich dann so Brotbelag, Wurst, Hummus, so Sachen halt. Hier sind ein paar Leftovers von vor ein paar Tagen. Hier sind ein paar grüne Bohnen übrig gewesen gestern vom Essen. Ein paar Tomaten, ein paar Sprudeldosen. Das ist jetzt Geschmacksrichtung, ich glaube Grapefruit. Eier, hier ist die Marmelade. Da habe ich ja noch ein bisschen Pumpkin-Püree übrig gehabt. Die habe ich jetzt dabei gepackt. Hier sind die ganzen Butter. Das hier ist streichfeste Butter für so aufs Brot. Und das da ist halt fürs Backen und fürs Kochen. Joghurts. Und dann habe ich hier in der Tür meine Dinge. Also meine ganzen veganen Milchs, keine Ahnung. Auf jeden Fall meine vegane Milch. Hier die Macadamia, Soja. Und das hier ist die Barista-Milch zum Aufschäumen. Dann haben wir zwei Kombuchas und noch zwei Shots. Den Ingwer-Shot habe ich eben getrunken. Das hier ist jetzt Turmeric.
Und das hier ist so für Immun. Ich glaube, da ist noch Elderberry oder irgendwie sowas drin, Vitamin C. Dann haben wir die normale Milch, Orangensaft, der Melissa ihren Kefir und mein Eiskaffee hier hinten. Und hier oben momentan die Schokolade, also Rittersport, Kinderschokolade und Milka. Und das ist der Kühlschrank, der meckert, weil die Tür so lange auf ist. Und deswegen machen wir die jetzt auch nochmal zu. Wir sind aber auch hier durch. Also viel ist noch nicht drin. Ich habe noch jede Menge Platz, wie ihr seht. Muss mir, wie gesagt, noch ein paar Container kaufen. Und dann haben wir hier unten jetzt den Gefrierschrank. Da habe ich jetzt hier auf der linken Seite hauptsächlich Fisch. Also haben wir Lachs und Tilapia. Da haben wir noch ein paar Bratwürste. Die können wir den Tage eigentlich mal machen. Die hatte ich gekauft damals, wo sie im Angebot waren, im Aldi. Dann haben wir hier ein bisschen so Chicken Nuggets, ein paar vegane Burger und Dumplings, veganes Hähnchen und ein paar Kartoffelpuffer, Eiscreme. Dann haben wir die Kodiak Proteinwaffeln, die sind so mega lecker, also wenn es mal morgens schnell gehen muss. Jede Menge deutsche Kuchen noch, die ich unbedingt die Tage dann mal machen muss, weil der hier läuft, glaube ich, im Dezember ab. Ich glaube, den lasse ich die Tage wirklich mal draußen zum Auftauen. Moment, Melissa! Dann haben wir hier der Melissa, wo wir gerade vom Teufel sprechen, der Face Roller, den sie morgens immer benutzt und halt tiefgefrorenes Gemüse. Und mehr ist im Kühlschrank nicht drin. Also ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, noch jede Menge Platz da drin jetzt. Und der hier, der kommt dann halt in die Garage und die ganzen Magnete, die wir da dran haben, ich glaube, die lasse ich erstmal nur an diesem Kühlschrank. Ich habe echt Angst, dass diese Magnete so über die Zeit Kratzer hinterlassen. Ich bin mir da so unsicher, weil der ist noch so schön neu. Einen wunderschönen Samstag. Ich war mit meinem Mann heute Morgen ein bisschen unterwegs. Wir waren im Baumarkt und im Target. Da haben wir ein bisschen was eingekauft. Ich habe auch ein bisschen Weihnachtsdekoration eingekauft. Da gab es so viel Auswahl. Es war, also für mich persönlich, ich finde es immer so schön, Weihnachtsdekoration anzugucken. Jedes Jahr ist es so mein Highlight. Wenn es hier schon keine Weihnachtsmärkte gibt, kann ich wenigstens in Supermärkten und in den Baumärkten so ein bisschen schlendern. Habe ein bisschen was eingekauft. Im Target auch so ein bisschen an Dekoration und Organisationszeug fürs Badezimmer sowie auch ein bisschen Essen, also für die Snackbox, für die Kinder, für die Schule. Das Wetter ist auch ein bisschen gloomy draußen, also das Licht ist jetzt nicht ideal da, wo ich sitze, aber es ist besser als da, wo ich sonst immer sitze am Tisch. Aber ich fange hier zu meiner Linken an und zwar mit einem Dekorationsding, wo ich nicht dran vorbeilaufen konnte, einfach weil es irgendwie aussieht wie Lebkuchen. Ich fand das so schön, das ist, glaube ich, Ton, aber es sieht halt einfach aus wie so aus Lebkuchen gemacht mit so Zucker. Zuckerguss, fand das total süß. Ich muss mal gucken, wo ich das hinstelle. Dann habe ich hier einmal einen Haken für die Tür für draußen, weil ich mir dieses Jahr hier so einen Kranz gegönnt habe. Fand den halt total schön. Der hat halt wirklich nur, der ist halt wirklich ein Weiß gehalten, ein Weiß-Schwarz. Der hat hier so Schleifen in Schwarz. Und mit Kunstschnee. Ich fand den total schön. Und deswegen, und ich hoffe, dass dieser Saugknopf hält. Bin mal gespannt. Also nicht, dass der uns 100.000 Mal runterfällt, der Kranz. Das wäre ärgerlich. Ich hoffe, dass es einfach funktioniert. Aber bis wir den anbringen, damit warten wir noch. Ich bin zwar schon total in Weihnachtsstimmung und von mir aus kann Weihnachten schon morgen anfangen. Aber ich glaube, für Außendekoration ist es dann doch noch ein bisschen sehr früh. Damit wollte ich nur warten. Und fürs Fenster haben wir uns hier so einen Schneestern gekauft, so eine Schneeflocke. Die wollte ich hier ins mittlere Fenster hängen. Ganz nah oben. Ich hoffe, dass er nicht zu groß ist. Ich sehe gerade, unsere Fenster sind ziemlich schmal. Müssen wir mal gucken. Kein Plan. Ich habe das aber noch nicht ausgepackt. Ich habe keine Ahnung, wie der dann ausschaut. Ich habe mir halt ein bisschen Sorgen gemacht hier, wegen dem Kabel, weil das halt nicht so schön ist. Mal gucken. Mal schauen, wie das Endergebnis dann ist. Zur Not hängen wir das irgendwo unten in die Fenster. Mal schauen, wie das dann ausschaut. Ich hatte halt in Deutschland irgendwie kleinere Dinge gehabt. Ich habe nichts gefunden. Also ich hatte damals auch so batteriebetriebene gehabt, aus dem Aldi damals. Und dann durfte halt auch dieser Weihnachtsbaum mit, der leuchtet auch. Kam nur ohne Batterien, sonst würde ich euch das zeigen. Aber ich dachte mir, in Weiß und Gold, also wie gesagt, ich will halt wirklich dieses Jahr Weiß, Silber und Schwarz, nicht kitschige Töne. Ich wollte es auch eigentlich eher so winterlich halten als weihnachtlich, weil Weihnachtssachen, die kommen halt nach Weihnachten weg. Und winterliche Sachen kann ich halt einfach mal noch bis
März hier im Haus stehen lassen und dekoriert lassen. Und ich finde so Sachen, die so warmes Licht produzieren und dann halt einfach so klassisch ausschauen, die gehen eigentlich wirklich das ganze Jahr über. Mein Mann hat dann hier den Weihnachtsbaum noch mitgeholt, der ist aus Holz. Er dachte sich, der würde farblich super passen halt zu diesem Kranz, den wir haben für draußen. Also die Bows, diese, wie heißt es in Deutsch, diese, helft mir, Schleifen. Diese Schleifen ist halt das gleiche Muster. Und wenn man wollte, dass eventuell, wenn man dann zur Tür reinkommt, haben wir da so ein Mini-Shelf, so ein Mini-Regal links an unserer Tür. Und da wollte er das reinstellen. Finde ich auch total süß. Und dann was nicht Weihnachtliches, sondern eher was, was ich jetzt dann im Frühling raushängen werde, ist ein Bienenhotel. Die waren auch im Angebot, weil natürlich jetzt die Season vorbei ist für die Bienchen. Bienchen, die haben jetzt erstmal Pause bis, ja, bis März, April, wahrscheinlich schon eher, aber hier in Kansas bis in den Mai rein. Aber ich wollte mir schon letztes Jahr so ein Insektenhotel kaufen. Das hier war jetzt im Angebot für, ich glaube, $10 und ich fand das halt auch total süß. Können dann die Wildbienen und andere Insekten da ihre Eier ablegen und da drin wohnen. Also das war jetzt alles, was ich im Baumarkt gekauft habe. Und im Tesco bin ich hauptsächlich hin wegen dieser Riegel, die meine Tochter so gerne isst und die Schule mitnimmt, diese Dattelriegel. Und zwar einmal Cashew-Butter-Schokolade und einmal Cashew-Cookie. Jetzt sehe ich nur gerade, ich habe die falschen geholt. Normalerweise hole ich immer Chocolate und nicht die Protein-Bars, sondern Chocolate-Chip-Cookie. Ich habe mich vergriffen. Das hier ist jetzt Cashew-Butter-Chocolate. Also mit Cashew-Butter und Schokolade. Ich meine, das schmeckt bestimmt auch richtig gut, aber es ist nicht das, weil das ist halt Eiweiß mit drin, wegen Protein. Das ist halt jetzt nicht das, was sie sonst immer isst. Habe ich mich vergriffen, aber ist nicht schlimm. Schmecken wird sicherlich dennoch. Also auf jeden Fall hat sie nochmal Dattelriegel gebraucht. Die haben wir dann jetzt nochmal. Und ein paar Cliff Bars, allerdings Target-Marke. Und zwar einmal Chocolate Brownie und Strawberry Shortcake. Die hole ich sowieso immer. Und Chocolate Brownie dachte ich zusätzlich, warum nicht. Das klingt auf jeden Fall total lecker. Und dann habe ich noch was Weihnachtliches gekauft. Und zwar einen Teigschaber. Ich habe hier so einen Halloween-Teigschaber mit dem Frankenstein. Und Halloween ist ja jetzt offiziell vorbei und da brauchte ich natürlich dann was Weihnachtliches. Fürs Keksebacken und Kuchenbacken. Ich wollte auch nächste Woche gucken, dass ich einen versunkenen Apfelkuchen backe, den ich meiner Tochter schon diese Woche versprochen habe. Aber diese Woche kam ich einfach nicht dazu. Was ist das denn? Ach, das war bestimmt im Stern drin. Mit der Schneeflocke. Rausgefallen bestimmt. Und zwei Artikel habe ich noch fürs Badezimmer. Und das war's dann. Auf jeden Fall dieses Ding hier. Weil ich habe halt bei mir im Badezimmer nie genug Platz für meine Produkte, also meine Skincare und meine ganzen anderen Sachen. Ich und mein Mann, wir teilen uns ein winzig kleines, wirklich sehr winzig kleines Badezimmer. Und deswegen habe ich mir das hier dann jetzt gekauft. Muss mal gucken, ob das dann letztendlich auch ausschaut, weil eigentlich wollte ich nichts Goldenes, aber es war das Einzige, was sie gehabt haben. Und ich brauchte dringend eine Lösung, weil das nervt mich jetzt nicht erst seit gestern. Dieses Problem nervt mich seit dem ersten Tag, wo wir eingezogen sind. Und dann haben wir auch zwei, denke ich gerade dran, zwei Regale gekauft für ins Bad. Also wir haben ja da zwei weiße Regale hängen. Aber das sind halt Dinger, die sind halt so dick. Man kommt ins Bad rein und die erschlagen einen fast, weil das Bad halt wirklich so winzig, winzig klein ist. Und deswegen haben wir dünnere Regalbretter gekauft, die ja dann irgendwann mal anbringen kann. Und dafür habe ich mir dann auch hier diesen Organizer gekauft. Das ist so ein Schubladen-Organizer. Ich mache das mal auf, weil das müsste alles mit Schublade sein. Also kann man hier oben dann eventuell meine Kajalstifte, weil dann kann ich mein ganzes Make-up auch hier unterbekommen. Das ist nämlich momentan noch in diesem Mäppchen drin, was ich mit nach Deutschland geholt habe. Das ist aber auch nicht ideal. Das ist auf jeden Fall das Letzte, was ich dann da jetzt hier euch zeigen wollte, was ich im Target gekauft habe. Mehr haben wir nicht eingekauft und ich denke, ich werde euch nächste Woche dann zeigen, falls die Regale dann stehen im Bad und auch hier den Durchgang, wenn das alles fertig ist. Und ich bekomme nächste Woche auch meinen neuen Schreibtisch, weil ich benutze ja momentan den Schminktisch, den mir mein Mann vor etlichen Jahren gebaut hat, aber der ist einfach zu schmal für wirklich mit dem Laptop groß zu arbeiten. Also mir tut dann immer hier der Arm richtig weh, weil es halt kein Schreibtisch ist an sich. Also ist halt sehr schmal, weil es halt eigentlich ein Schminktisch ist und lässt sich super schwer dran arbeiten. Der müsste nächste Woche kommen und ich denke, da werde ich euch dann nächste Woche, ich hoffe, das Wetterverhältnis dann besser ist, weil sonst habe ich unten gar kein Licht. Aber ich wollte euch eigentlich so bei diesem Ding mitholen, wie ich halt unten ummodel und umdekoriere und umstelle,
so eine Art, also Room Makeover ist es auch nicht direkt. Es ist ja nur ein Schreibtisch und dann werde ich halt ein paar andere Möbel verrücken, aber ich wollte euch da halt so ein bisschen mitnehmen. Deswegen drückt mir mal die Däumchen, Fingers crossed, dass halt die Sonne mehr scheint nächste Woche, dass wir ein bisschen Licht haben unten. Ich wollte auch irgendwann im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche meine Bücherregale auf Weihnachten dekorieren. Aber ja, das war auf jeden Fall jetzt meine Woche. Heute ist Samstag. Heute Abend lasse ich es mir mit Pizza und einem Glas Wein auf der Couch gut gehen. Mehr passiert heute nicht mehr. Und morgen muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen aufhole, was Video-Editing angeht. Und dann würde ich sagen, fange ich am Montag einen neuen Vlog an und mal gucken, wie weit wir dann nächste Woche mit dem ganzen Raum unten mit meiner Schreibtischsituation klarkommen und auch mit dem Bad. Wollten wir nämlich auch den Spiegel außenrum, den Rahmen weiß streichen, weil wir sowieso weiße Farbe gekauft haben, für hier den Durchgang weiß zu streichen, weil das momentan so Naturholz und das soll halt alles angepasst werden. Und da wir dann sowieso weiße Farbe übrig haben werden, dachte ich, das wäre das perfekte Idee für das aufzubrauchen, weil ich das sowieso schon seit etlichen Monaten machen will. Und mal gucken, wie weit wir da nächste Woche kommen. Also ich wünsche euch dann auf jeden Fall was. Hoffe, euch hat der Vlog gefallen und ich hoffe einfach, dass ich euch dann nächste Woche wiedersehe. Wiedersehen.